Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Gameplay-Commentary auf meinem Kanal. Wir haben heute wieder ein Duel im Start und du darfst dich gleich mal vorstellen. Grüß dich. Ja, hi. Ich bin der Tactical Artist. Ich mache natürlich auch Commentaries und Gameplays und alles. Und ja, was ihr im Hintergrund seht, ist ein Black Ops 2 Gameplay auf Nuketown 2025 mit der MP7 mit Rotpunktvisier. Er spielt und am Ende ist es die MSMC. Killstreaks, Hellstorm, Blitzschlag und der Tarnheli. Ah, hört sich eigentlich schon recht knackig an. Also, Nuketown-Gameplays finde ich eigentlich immer ziemlich nice, weil dieses Gebäsche hat mir auch in Black Ops 1 eigentlich ziemlich gefallen. Ja, aber fang du gleich mal an. Welches Thema haben wir eigentlich vorbereitet? Oder sag mal du, sag an. Ja, gut. Also, das Thema, was ich rausgesucht habe, das sind zwei verschiedene. Und dann fangen wir direkt mal mit dem ersten an. Das wäre die YouTube-Community. Jetzt denken bestimmt alle, oh, das bloß sein. Und ja, ich habe mir dazu notiert, dass viele Leute miteinander arbeiten. Zum Beispiel wie wir jetzt. Wir machen Dual-Commentaries. Genau. Ja. Die unterstützen uns. Und dann gibt es noch so Leute, die ihr eigenes Ding machen oder gegeneinander arbeiten. Genau, ja. Genau. Hättest du da auch ein paar Beispiele? Ich weiß jetzt nicht, ob ich die hier nennen soll. Naja, also ich habe eigentlich kein Problem damit, wenn man Leute wirklich namentlich nennt, weil die meisten wissen ja eigentlich, worüber man dann redet. Also, ja, also es ist ganz klar, dass solche Leute wie zum Beispiel der Commander Krieger oder der Pink Panther, die machen sehr gerne etwas mit anderen Leuten, weil die verdienen auch hauptsächlich, also hauptberuflich, ihr Geld mit YouTube. Und deshalb denke ich, dass diese Leute, die wirklich das Ganze professionell betreiben, auch ja mehr in den Call-Up-Videos, also zusammenarbeiten mit anderen YouTubern, anderen Kommentatoren und so weiter. Denke ich auf jeden Fall mal, dass das ja die einen Leute sind, die ihr Ding machen. Mit anderen. Die miteinander arbeiten. Und welche ich mit gegeneinander arbeiten meine, sind so Leute wie der Rambo. Er ist bestimmt bekannt. Er will jeden schlagen, meint er wäre der Größte und hatet dann die anderen und kündigt dann an, dass er sie auf der Gamescom schlagen würde und dann kommt da eh nichts raus und ich frag mich halt, was das soll, die anderen niederzumachen, nur weil sie vielleicht bessere Arbeit leisten oder weil Rambo aufgedeckt wurde, dass er hackt, also sowas finde ich immer total schwachsinnig, wenn man die anderen... Na gut, aber der Rambo ist auch eine ziemlich arrogante Sau, wenn ich das mal so sagen soll. Ja. Also allein auf seinem Abonnententreffen habe ich mir einmal angeschaut, ist einfach so ein langer Typ, der, keine Ahnung... Ja, kompletter Spaß, aber ist ja wurscht. Na, aber ich denke, dass auch solche Hater-Typen, das ist eventuell auch seine Masche, um Leute anzulocken, weil ich meine, er wäre nicht umsonst jetzt auf so viele Abonnenten gekommen. Und es ist zwar community-mäßig ein bisschen, ja, negativ, dass der jetzt alle Leute so niedermacht und eher auf der negativen Seite aufmerksam schindet, aber trotzdem, er bekommt da so seine Zuschauer und seine Abonnenten. Also das ist einfach auch seine Masche. Ja, das ist verwunderlich, dass den Leute zugucken. Aber ich muss sagen, es hat sich in letzter Zeit zum Positiven geändert. Also, als ich die ersten Videos von Rambo gesehen habe, da waren immer mehr Dislikes und jetzt sind es mehr ins Like gerutscht. Und das ist eigentlich seitdem er gesagt hat, dass er nicht oder dass er hackt und damit aufgehört hat. Dass er aufgehört hat. Ja gut, im Spiel mit Black Ops 2, glaube ich, kann man gar nicht hacken. Was ich so irgendwie weiß, dass man da eher sofort gebannt wird. Ja, glaube ich. Weiß ich gar nicht. Ja. Also ich habe nur keinen Hacker in Black Ops 2 gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, wollte ich gerade sagen. Also kann gut sein, dass ich noch keinen gesehen habe. Also in MW3, MW2 ja, ist das definitiv. Extrem. Ja. Kommt aber auch immer darauf an, jetzt mit welcher Lobby man spielt oder ja, auf die Tageszeit. Ob jetzt irgendwelche kleinen Hacker... Idioten online sind oder nicht. Ja, aber ich denke auch, wie du vorher gesagt hast, dass das Ganze jetzt eben auch beim Rambo weniger wird. Ich höre nicht wirklich was von dem Kollegen, also überhaupt, ja, höre ich eher nur momentan eher positivere Sachen, außer das eine jetzt mit dem Jorgo, der aber den Pink Panther ein bisschen geflamed hat. Aber sonst ist es einfach zwar auch, ja, negative Aufmerksamkeit, ja, aber trotzdem hält sich das eigentlich in Grenzen, dass das Ganze negativ zusammengearbeitet wird oder auch die Community, solche Elotrix-Fanboys, sind mir in letzter Zeit eigentlich auch nicht wirklich aufgefallen. Also in meinen Kommentaren sehe ich sowas so überhaupt nicht. Sowieso nicht. Ja. Also zu den Elotrix-Fanboys muss ich sagen, mir wurde schon des Öfteren unter ein Video geschrieben, ja, hör mal auf, Elotrix nachzumachen. Da habe ich mich nur gefragt, ja genau, ich versuche das natürlich, ne?
wie ich immer vorhabe, Elotrix nachzumachen. Das ist doch totaler Schwachsinn. Das sind so Fanboys. Und Commander Krieger hat ja selber schon gesagt, nur weil Elotrix jetzt keine Videos macht, weiß der Commander auch nicht, warum der das nicht macht. Und dann wird er direkt zugespammt. Ja, hier, schreibt mal dem Elotrix, der soll mal Videos machen und so. Das ist ganz komisch mit der Community von Elotrix. Ja, ich weiß nicht, ob eventuell, also Teil, wie der Elotrix sehr aktiv war, beziehungsweise, naja, unter Anführungszeichen sehr aktiv. Damit meine ich jetzt, dass er alle, keine Ahnung, 2, 3, 4 Wochen ein Video hochgeladen hat, weil momentan ist er ziemlich inaktiv. Dass da eher die Community gestiegen ist, auf der einen Seite eher die jüngeren Zuschauer, denen eben der Elotrix gefällt. Die Zuschauer sind angewachsen und haben dadurch auch die Community meiner Meinung nach ein bisschen negativ beeinflusst. Und das ändert sich jetzt wieder, weil jetzt wird das Ganze auch wieder in die seriöse Sparte. Ja, fällt es wieder rein, wo eher mehr ja, seriöse Zuschauer auch reinkommen und nicht nur diese 10, 11, 12, 13, 14-jährigen Fanboys, die nur herumflamen. Also fällt mir persönlich auf Ja, in das den stimmt schon. Kommentaren. Aber was mir noch aufgefallen ist, ich glaube, der Elotrix, der ist ja auch, oder ist in die Schiene eingelenkt, dass er auch andere hatet, weil jemand gesagt hat, er hätte geboostet und dann kam ja dieses Flame-Video, dass all seine Abonnenten ihn jetzt bitte haten sollen. Und dann ist ihm ein paar Tage später klar geworden, dass das totaler Schwachsinn war, was er da erzählt hat, weil der sowas nicht machen kann, da der mit den 300, 400, 500.000, was weiß ich, wie viel der im Moment hat, Abonnenten doch Verantwortung trägt und dass er jetzt wieder auf der richtigen Schiene fährt. Das hat der Commander Krieger eher schon öfter auch in seinen Commentaries gesagt, dass er quasi die Art, wie der Elotrix die ganzen Commentaries macht, eigentlich nicht gutheißt und er auch denkt, man hat quasi eine große Verantwortung und das hat man auch im Prinzip. Weil, wenn der jetzt da hardcore von seinen Eskapaden berichtet in seinen Commentaries, ja, prägt es trotzdem die jüngere Generation und die reden auch dementsprechend dann anders. Und ich denke mal, die ganzen Kommentare, die man dann unter solchen Videos findet, prägen auch den Lebensstil von solchen Personen. Eher negativ, finde ich. Ja, das spiegelt sich immer wieder, wie die reden und in den Kommentaren. Also das färbt schon ab und die wollen dann auch so cool sein wie Elotrix und deshalb spammen die anderen mit so coolen Kommentaren in Anführungszeichen zu und wollen da auch ja Fame sein, sage ich mal. Ja, aber ich finde es jetzt durch das eben, dass der Elotrix jetzt quasi unter Anführungszeichen nur, ich glaube, eine halbe Million hat er schon, 600.000, ich weiß gar nicht. Kann gut sein, irgendwie. Okay. Ja, durch das, dass der jetzt eben weniger aktiv ist und es immer mehr YouTuber gibt, die groß werden, also so 100.000 plus Abonnenten, denke ich mal, dass eben die Auswahl der Videos so groß ist, dass man auch von anderen, also die Jungen wieder von anderen Kommentatoren geprägt werden. Oder allgemein, wir werden in der Community anders geprägt. Und das ist eher positiv, weil das sind eher die Leute, die so groß werden, die gute Arbeit leisten und damit auch ja, das Ganze positiv beeinflussen. Ja. Oder fällt dir sonst noch irgendwas ein in die Richtung? Ja, also so in die Richtung nicht, aber vielleicht noch, dass der Elotrix sich ja jetzt zu den Videos nicht extrem viel Mühe gemacht hat. Er hat natürlich sehr gute Gameplays gebracht, das muss man ihm lassen, aber viel mit Videobearbeitung oder Specials oder um seine Abonnenten hat er sich jetzt meiner Meinung nach nicht gekümmert. Der hat einfach seine Commentaries gemacht auf seine Art und damit hat er die Leute angesprochen. Ja, gut. Ich finde Ja. die Art, wie er quasi jetzt so erfolgreich wird, auch ein bisschen eine Frechheit, aber ich möchte das auch nicht zu sehr hervorheben jetzt, weil ja, man weiß ja nicht, wer jetzt zuschaut und das Ganze flamed. Aber ja, okay, ich finde es auch irgendwie im Vergleich jetzt zu Leuten wie dem Dr. Kaboom, der wirklich sehr viel Arbeit in seine Videos reinsteckt, dann solche Elotrix-Commentaries finde ich es dann irgendwie auf der einen Seite auch ungerecht, dass die dann nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen. Ja, also da muss man schon sagen, der Kaboom, also das sind klasse Videos mit der Bearbeitung und da steckt, glaube ich, wirklich sehr viel Arbeit hinter. Ich kenne das ja schon, wenn ich ein bisschen was editiere, dann bin ich schon am Verzweifeln Ja, genau, ja. und der sitzt da bestimmt ganz davor, nur für so ein Video und dann kriegt er nicht so viel Aufmerksamkeit. Das ist eigentlich schon traurig. Naja, aber das ist die Community. Und ich würde mal sagen, weil das Gameplay neigt sich ja schon zum Ende, dass wir auch, glaube ich, als Videofrage uns die Abonnenten befragen, was sie davon halten. Oder ja, einfach ein bisschen Feedback und ein bisschen mehr Meinungen.
Ja, und dann verabschiede ich mich gleich und überlasse dir gleich das letzte Wort und ein kleines, ja, Zusammenfassung noch, wie du willst. Bitte schön. Ja, gut. Also erstmal vielen Dank, dass ich hier das Dual Commentary machen durfte und ich hoffe, das Thema hat euch gefallen und mich würde es natürlich auch sehr interessieren, was ihr darüber denkt und mehr habe ich dazu nicht zu sagen. Haut da rein, bis dann.